Hey ja, ab geht's ins neue Gewürr hier im Untergeschoss 2. Denn hier muss man mindestens Stufe 20 sein. Und wir waren beim letzten Mal noch nicht ganz Stufe 20, aber jetzt haben wir uns so gut gesteigert. Sogar einen Gegner eingesammelt mit Stufe 28. Ich glaube, wir werden jetzt hier gar keine Probleme mehr haben. Aber wer weiß, wie schwer es sein könnte. Außerdem haben wir noch vor, heute die Story weiter zu progressen, denn wir wollen auch gleich ins Plateau gehen. Okay, Ebene 1, passiert gar nichts. Gehen wir weiter. Ebene 2. Geht's richtig los. Oh Gott! Oh Gott! Was sind hier für welche? Oh mein Gott! Die sehen sehr bedrohlich aus. Was ist jetzt? Ist hier jemand gebändigt von denen? Die kann man doch bändigen. Oh oh, ich bin paralysiert, verdammt. Ja, mein Team. Geht das hier gut hin ohne mich? Bin ich stolz drauf. Ich hab mich so gut trainiert. Ich werde so schnell erwachsen. Ach ja. Ja, ja. Later, later. Spaghetti later. Was tun für einer? Ach so, das ist wieder so ein Effekt, ne? Ein knisternder Kraft. Was? Eine knisternde Kraft durchströmt deinen Körper. Du und deine Verbündeten wurden elektrisiert. Okay. Ich schätze, das ist was Gutes. Vielleicht sind wir schneller, oder? Aufgeregter, keine Ahnung. Bam, how do you like this? Gegen den kämpfen. Hey, hau nicht ab, Mann. Oh, Stufenaufstieg für mich. Schön. Passend zu diesem Ort. Ja, es ist auch generell ein guter Ort, auch zum Leveln. Also natürlich, sobald man mindestens Level 20 erreicht hat. Sonst macht das hier keinen großen Sinn eigentlich. Also das ist hier, glaube ich, zu schwer. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Okay. Nächste Ebene. Glaube ich nicht. Hä? Wieso hab ich gerade Schaden genommen? Ist doch nicht. Ich krieg gerade Schaden. Wieso krieg ich Schaden? Bin ich vergiftet? Hm? Irgendwie ja nicht. Ich krieg keine Ahnung, was da los war. Bam. Ah, how'd you like this, huh? Hey, jetzt heilt er sich auch noch. Ich glaube, ich bin bei dir. Schöner Crit am Ende. Oh, hier ist noch einer. Schön. Oh, wir sind abgeschossen. Brauchst du hier? Hier. Wieso? Wow, der hat einfach den hier gefressen. Was soll das? Das Dracula fliegt. Hat einfach mal hier gefressen. Ich wusste gar nicht, brauchte. Gehen her. Genau, die Zitrinkralle, wie da auch unten rechts steht. Die werden wir gleich holen gehen. Aber erstmal. Hier schon weiter. Königenschleim und Königinnenschleim. Ja, Königsschleim. Genau. Was hab ich gemacht? Ich bring alles durcheinander. Oh oh, einer ist fast tot. Und ist tot. Damn it! Das ist gar nicht gut. Nein! Nein! Aua! Die ist tot. Verschwinde! Und noch einer! Ja, schnell retten. Oh, Medaille. Die kann noch mal jemand ausrüsten. Wer will den haben? Du hast noch gar nichts. Dann kriegst du jetzt beide sogar. Wir haben zwei bekommen. Bam. Und die hier. Einfach nur so. Ich guck nicht drauf. Ich verschenk einfach. Ich gib einfach. Wird schon richtig sein. Wird schon gut gehen. Kannst du Rassel heilen, Babelinda? Ich fände das cool, wenn man so Kommandos geben könnte. Ich glaube, in anderen Dragon Quest Teilen geht das, glaube ich. Oder zumindest in anderen RPGs, die so ähnlich sind wie Dragon Quest. Da kann man auf jeden Fall so Kommandos geben. Und auch so Taktiken einstellen für deine Kameraden, wie die kämpfen sollen. Alter, was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wieso habe ich so viel Schaden genommen? Habt ihr das gesehen? Oh. Kollege ist am Sleepen. Das nutze ich aber natürlich aus. Oh, Rassel ist wieder down. Ach man. Warum ist denn die so schwach? Hm. Schade irgendwie. Wenn man mich fragt. Gehen wir schnell retten. Die macht ja sowieso gerade da hinten irgendeinen Faxen, Unfug. Ein Faxen, hab ich toll gesagt. Und wirklich schön gesagt. Kann ich dich heilen? Ja, Mittelheilkugeln.
This will make you feel better. Sehr schön. Weiter geht's. Ich vermute, es sind 20 Ebenen. Letztes Mal waren es 10. Wahrscheinlich sind hier 20. Könnte aber auch sein, dass hier auch nur 10 sind. Hätte ich auch nichts gegen. Take this. Die Belohnung für ein Gewürr lohnt sich jedes Mal. Ich habe so bisher nur eins gemacht, aber ich weiß, es lohnt sich jedes Mal. Deshalb wollen wir auch alle machen hier. Alle durchziehen. Und alle hier. Ich hätte... Mann, ich brauche mehr Kugeln. Ich brauche mehr Heal-Kugeln. Du kriegst eine und du kriegst eine. Obwohl du eigentlich die selber heilen kannst, aber du machst es nicht. Warum auch immer. Ist jetzt Ebene 9? Ja, Ebene 9. Oh nein. Zwei von den Golems. Vor denen habe ich Respekt. Weil die sehen auch sehr bedrohlich und stark aus. Aber warte mal, ich bin ja richtig stark gegen die. Großes Aussehen, nichts dahinter, wie es scheint. Ich habe einfach wirklich gerade einen Felsen verprügelt. Zwei sogar. Ha. Lustig. Oh. Okay, immer nur 10 Ebenen. Hier ist der Boss. Wir kämpfen gegen Trommelwirbel. Den Ultramarine-Soldaten. What the hell? Ja, und instant tot. Oh, wieso kann ich denn keinen Schaden machen? Ich mache ihm kaum Schaden. Das können wir nicht schaffen. Das können wir nicht schaffen. Das können wir absolut nicht schaffen. Können wir fliehen? Wir können uns nicht zurückziehen. Ja, Game Over. Was soll ich bitte machen? Kann mich noch versuchen zu heilen. Zahniball überlebt wirklich sehr lange gerade. Okay. Was mache ich jetzt? Namenlose Klinge. Ja. Leider getroffen und alle sind tot. Habe ich irgendwas, was ich benutzen könnte? Kumpel, Mann! Ja, ist es vorbei. Das Traurige daran ist jetzt auch, da ich ja nicht gespeichert habe, man immer zum Speicherpunkt zurückgesetzt wird, wenn man stirbt. Werden alle Aktionen, die wir hier gemacht haben, wieder gelöscht. Alles hier eingespeichert. Also solange du die ganze Zeit diesen gleichen Angriff machst, ist eigentlich okay, ne? Ja, gut. Wenn wir Schaden machen könnten, wäre es okay. Aber wenn wir die ganze Zeit ihn dazu bringen, den gleichen Angriff zu machen, ist es auch nicht schlecht. Warte mal. Ich hätte mehr für den Kugeln. Ich brauche mehr Kugeln. Ja, genau. Wir bleiben einfach an ihn ran. Dicht an ihn ranbleiben. Ich mache gar keinen Schaden. Also das wäre jetzt meine Taktik. Die ganze Zeit den gleichen Angriff zu machen. In der Hoffnung, dass es klappt. Weil gerade klappt es ja. Und es wäre eine... es würde sich gut für uns lohnen, wenn wir den Kampf schaffen würden. Komm, greif an. Ey, vielleicht schaffe ich das wirklich. Freunde. Ich glaube, das spuche ich aber für euch vor, wenn ich das wirklich durchziehen sollte jetzt. Ja, das ist ja langweilig. Offensichtlich. Schön. Schon geparried, so gesehen. Boah, ich fühle mich hier wie bei Dark Souls, ehrlich. Warte mal, ich habe doch hier diese Spezialität. Wieso kann ich nicht einsetzen? Oh Mann, wieso nicht? Oh, schöner Crit, schöner Crit. Oh, schon wieder. Vielleicht einfach die ganze Zeit draufhalten. Vielleicht macht das mehr Sinn. Und wenn ich es halt brauche, dann hier kurz rennen und healen. Doch, das ist es, das ist es. Oh mein Gott. Ich krieg den noch, ich krieg den noch.
Vertraut mir, Freunde. Ich krieg den. Ich krieg den. Ja, ich krieg den. Ich hab keine Angst mehr vor dir. Ultramarinesoldat. Ich denk mal, ultra schwacher Idiot. Haha. Das ist dein neuer Titel. Solltest den Stolz tragen. Das ist nämlich der letzte Stolz, der dir übrig bleiben wird, wenn ich dich besiegt habe. Dazu aber auch leben solltest. Aua. Lass mich heilen. Schön. Ach, unter die Beine kriechen muss ich. Aua. Gott, ich habe ihn irgendwie verwirren können. Angriff, 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 Angriff. Ich krieg den Tod. Ich krieg den Tod. Das ist ein Versprechen. Das ist kein Wenn und Aber. Kein Vielleicht. Ich krieg den. Warum ist denn der so schlecht im Nahkampf? Der sieht so krass aus. Ist auch ein Soldat, aber er kann nur im Fernkampf richtig Damage machen. Komisch. Ich hab, glaube ich. Vielleicht habe ich auch einen Bug entdeckt. Ich weiß es nicht. Aber ich hab ihn. Er ist so gut wie tot jetzt. Außer er kriegt aus irgendeinem Grund am Ende noch so einen Damage Boost. Keine Ahnung, aber nein, tut er nicht. Gibt ja so manchmal Bosse, Videospiele, die kriegen, wenn die ganz kurz vom Tod sind, nochmal richtig krassen Damage Boost. Ja, natürlich nicht. Der kriegt gar nichts. Kriegt den Popo versohlen von mir gerade. Von dem kleinen Kind. Nein, 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 nein. Wieso schlafe ich? Okay, warte. Warte, vielleicht krieg ich den Popo versohlen. Moment, Moment. Ey, ey, chill, chill out. Chill out, Bro. Chill out. Und tschüss. Wie er da rumliegt. Mist, ich brauche eine Pose für Thumbnail, egal. Passt schon. Ja, hätte ich einer machen können. Easy peasy. Jetzt. Willst du mir sagen, ich kriege jetzt nur eine Medaille dafür? Der Feind hat offenbar etwas fallen gelassen. Mida erhält 5 Brocken Sanguinit. Doch, das kriege ich noch. Sehr schön. Damit sollen wir langsam genug haben, oder? Und ein Schatz. Oh, das hat sich gelohnt. Ah, wie schön. Und da, noch eine Tafel. Dann will ich gar nicht lange trödeln. Mal schauen, was da steht. Was steht denn da so Schönes? Der Lapisschwanz schlummert still unter dem glitzernden Schnee einer Bergspitze. Ja, okay, um im Schneegebiet. So, hier wird der Lapisschwanz erwähnt. Es war die Rede vom glitzernden Schnee an der Bergspitze. Das muss irgendwo auf dem Winterteil sein, oder? Okay, da müssen wir jetzt als nächstes hin, nachdem wir das andere gesammelt haben. Der Lapisschwanz ist also irgendwo unter dem Schnee vergraben, richtig? Dann ist es wohl gut, dass wir einen Truhendetektor und die Schatzvision unserer Monsterkumpel haben. Blam. Schwanzschnappers. Okay. So, Teleportal und heraus. Nein. Machen wir als nächstes, aber nicht jetzt. Genau. Scheinbar kann man die alle in einer anderen Reihenfolge auch machen. Zum Teil. Warum sollten wir das? Das ist kein Grund für euch gesagt. Ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal rein kann, könnte und dann, wenn man es schneller hinkriegt, wenn ich zum Beispiel stärker bin, fünf Level drüber, dass man da vielleicht dann bessere Schätze bekommt. Oder überhaupt noch Schätze bekommt, ich weiß nicht. Aber ja, wie, ich renne jetzt zurück. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh. Hier sind neue Leute. Oh. Ich weiß nicht, was das für ein Gegenstand ist, der mir da fehlt. Okay, krass. Waldemarsch. Er ist so lustig aus. Ja, nee. Ich habe die Sachen nicht, die mir fehlen. Let's see. Aber ich will nur ein paar Kugeln kaufen gehen. You want something? Ja. Okay, ich bin mir nicht so ganz sicher, was sie damit meinen. Rivalenteams werden dich angreifen, während du unterwegs bist, aber sie haben es auf deine Schätze abgesehen. Du kannst besondere Belohnungen verdienen, indem du ihre Überfälle auf deine Basis vereitelst. What do you say? Okay, bin mir nicht so ganz sicher, wie das gemeint ist. Hoffentlich kommt gerade keiner, aber es scheint gerade nicht so, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, was ich gesagt haben sollte, wir gehen los zum Schwingenmoor. Los geht's! Wir sind nämlich jetzt kurz vor dem
Zitrinkrallen-Ding. Genau, genau, die Zitrinkralle. Die sammeln wir jetzt. Das ist, glaube ich, eins von den 7 Drachensteinen, die wir sammeln sollen. Wo das dritte ist, wissen wir jetzt schon, aber. Eins hat dem anderen. Eins hat dem anderen. Es geht so viel Stuff, das wir tun könnten. Also jede Folge. Jede Folge könnten wir was tun. Ich muss zugeben, am Anfang des Let's Play hatte ich auch so ein bisschen die Sorge, dass wir nicht so viel zu tun hätten. Jetzt habe ich zu viel zu tun. Kann man so sagen. Warte mal, was ist denn das hier? Achso, das ist nur das. Okay. Ja, wir gehen dahin. Also in die Richtung hier. Und falls wir Schätze finden sollten, dann nehmen wir sie mit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir welche finden werden. Vor allem, weil wir jetzt einen super wichtigen Schatz gleich finden werden. Ja? Joa, joa. Okay, wir müssen erstmal hier an die Gegner vorbei. Wir waren hier schon mal. Ich bin ein bisschen enttäuscht, unser Ritter ist nicht so stark. Vielleicht muss ich mal einen neuen Ritter finden. Ich glaube auch generell, die hochgelevelten Gegner sind auch generell so stärker. Macht Sinn, oder? Na egal. Was ist ein Treasure? Oh, was? Huh! So ein Glück, ein Portal zu einem Schatzverlies ist erschienen. Ja, aber lass mich erstmal den Schatz mitnehmen. Hier ist doch ein Schatz. Was? Hinterm Portal? Hier oben? Hier oben. Aha. Ich würde tatsächlich ungern gegen die kämpfen hier, wenn ich ehrlich bin. Lass uns erstmal gucken, was das für ein Verlies ist. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Oh, süße Dame. Das ist ja hier von... Ja, das ist ja hier vom von X markierte Stelle. Unsere Schatzkarte. Hä? Was? Hinter feindlichen Linien? Von Zeit zu Zeit wirst du auf ein Teleportal stoßen, das dich direkt in ein Monsternest transportiert. Oh nein. Diese Verliese sind für gewöhnlich voller brutaler Bestien und mächtiger Gegner, also solltest du dich gut vorbereiten. Nachdem du das Portal durchquert hast, kannst du eine Weile nicht mehr zurück. Ja gut, dann würde ich mal speichern. Bevor ich da reingehe. Jetzt können wir rein. Versuchen was? Wir sind doch stark. Wir sind doch starke Männer. Und Frauen. Ah, wieder sowas. Wieder ein Gewirr. Oh, nee. Vielleicht sollten wir doch noch nicht hier sein. Die sind ja über unserem Level. Oh nein, ich habe Angst vor dem Boss hier. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das war keine gute Idee. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen, oder? Weiß nicht, ich glaube, man kann nicht mittendrin abhauen, oder? Ging das? Ging das nicht? Ich bin nicht sicher. Ja, schon für die Level-Ups, aber ich kann mich erst darüber freuen, wenn wir hier rauskommen. Wirklich erst dann. Ja, okay, die sind aber hübsch vom Level her. Ah, aber nicht vom Angriff. Wir müssen jetzt erstmal... Mann! Sie machen nicht so viel Schaden. Komm her. Du Idiot. Bam. Was ist das für ein Sound? Du war so hoch gepitcht irgendwie. Okay. Na komm. Wir haben Mut. Wir wollen alles Gute. Wir werden bestimmt diesen Kampf gewinnen. Ganz sicher. Vielleicht. Ganz sicher. Vielleicht. Bam. Aha. Dass man auf die Gegner, die auf dem Boden runtergefallen sind, noch draufhauen kann. Das machen wir ja eigentlich nicht. Aber hier denken sie sich so, egal, wir wollen nur gewinnen. Na gut, wenn hier Fiende Stufe 25 sein sollte, was wir ja nicht wissen, aber wenn es sein sollte, dann... Was? Ist es schon zu Ende? Dann sind wir fast richtig. Okay, ich blute gerade aus irgendeinem Grund. Okay, komm. Nee, es gibt. Aber trotzdem, wir müssen gleich... Bin mir durch. Hier ist ein Boss. Das ist die Killermaschine. Oh, wir sind perfekt im Level. Perfekte Stufe. Perfekter Kampf für uns. Oh, er schläft gerade, Angriff! Oh, wir machen endlich mal Schaden. Schön zu sehen. Jetzt rauf, rauf. Ja, gut geheilt, Babelinda. Oh, ich bin auch paralysiert. Oh, oh, gar nicht gut. Oh, jetzt bin ich doch froh, dass wir hier reingegangen sind. Ich wollte nämlich wirklich noch neu starten, weil der erste Raum war wirklich schwer. Jetzt bin ich froh. Die Schätze werden geil.
die wir verdienen. Bestimmt. Und dann holen wir uns die Zitrinenkanne. Noch ein geiler Schatz. I don't feel so good. Please help. I'm stuck. Thank you. Ja. Gegen eine schwächere Version von so einem Typen haben wir schon mal gekämpft. Falls ihr euch erinnern könnt. Ja, der konnte doch gar nichts. Das war Silber, nicht Gold. Wahrscheinlich unter 2 Minuten, oder? Na, was soll's. Wir haben eine dunkle Drachenmedaille bekommen und einen unbekannten Schatz. Müssen wir erstmal begutachten. Alright. Und die XP. Jetzt hab ich mich gefreut. Yay, XP! Jetzt hab ich mich gefreut. Jetzt machen wir weiter. Die Richtung! Ja, wir gehen jetzt einfach. Ach, hier ist der Weg normalerweise. Ja, aber trotzdem, wir gehen jetzt einfach. Quer, hin und her, dort und lang. Na komm. Ab geht's. Ab geht die Post. Oh, sind wir überhaupt stark genug? Stufe 32 gegangen. Ja, I'm sure I want to fight that. Wenn wir den freischalten könnten, wäre das big. Hab ich ihn erwischt? Ich weiß nicht. Bam, ich habe richtig viele Kugeln gekauft. Nicht gekauft, ich habe die hergestellt tatsächlich. Wir haben nämlich, zumindest für die Material für diese Kugeln, hatten wir sehr viel. Konnten mir viele leisten. Na komm, jetzt mach. Oh, es sind noch mal welche. Es sind viele auf dem Weg. Sonst hätte man, glaube ich, oben lang sollen. Aber nee, wir gehen hier unten lang. Warte, wohl. Hier ist ein Schatz. Hier ist ein Schatz. Nein, sag nicht, hier ist es direkt bei denen. Nein. Was? Ist es bei denen? Oder ist hier noch was? Nein, okay, es ist bei denen. Okay, wir müssen gegen die kämpfen. Zumindest gegen den einen. Okay, es machen beide auf. Das ist schrecklich. Um den kümmere ich mich. Weg ist er. Oh, magisches Tierhorn. Ein von einer okkulten Kreatur abgelegenes Horn. Abgelegtes Horn. Das ist für Kugeln. Bam. Was passiert? Was? Hier ist noch ein Gewürr. Hier ist gar kein Schatz. Oder warte, ist doch ein Schatz? Vielleicht beides? Okay. Ja, was denn jetzt? Ich kann nicht nachschauen. Also muss es das hier sein. Ihr wisst es. Speichern, bevor ich da reinlatsche. Muss dann bereuen am Ende. So, gehen wir rein. Bitte gleiche Stufe, bitte gleiche Stufe. Bitte nicht zu hoch, bitte nicht 30, nicht 30, nicht Level 30, Mann. Bitte, warum hat das Spiel gespeichert? Finde ich nicht gut. Ah, 24, damit können wir anfangen. Damit können wir anfangen. Wortwörtlich, wir fangen damit an. Aua! Was ist denn das? Bam! Take this! Oh, oh, noch mehr von denen. Die Orks. Ich kann euch langsam nicht mehr sehen. Ihr noobigen Noob. Standardgegner. Verschwindet endlich! Ballon ist gesendet, haut ab! Na gut. Gebändigt. Ah, weiß ich nicht. Mal schauen. Braucht jemand hier? War blinder. Du brauchst hier. Nein, nicht mit der Kugel. Hab so ein paar von denen machen können, nicht so viele. Dafür müssen wir ins erste Gebiet gehen. Um mehr von denen machen zu können. Weil da brauchen wir diese heilige Erde. 25 Schatten, Meister. Oh oh, oh oh, das ist nicht so schön. Alter, Alter, nein, 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 nein. Den Schatten, auf den Schatten. Treff ich ihn? Ich treff den anderen, glaube ich, durch und durch. Ich hab ihn. Jetzt, der Meister, der Meister. Den Meister! Aber dann, aber dann! Sehr schön. Oh, Babelinda. Warte, warte, ich hab was hier. Bitte nimm es an und sei glücklich. Werd glücklich im Leben.
Okay, das geht ja noch. Jetzt. Oh, da geht. Ja, der rennt auf mich zu. Oh oh, oh oh, ich schlafe. Oh oh. Okay. Und einer ist down gegangen. Einer ist down gegangen. Ich bin auch fast tot. Oh oh. Kurz hier, kurz hier, kurz hier. Oh, nicht auf mich gehen, nicht auf mich gehen. Ein Krach. Geht auf mich? Er geht auf mich. Ich bin, und der andere schläft. Okay, haben wir jetzt Zeit gegen den zu kämpfen. Wenn der andere schläft. Bam, schön, 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 schön. Der andere, der andere. Ich bin aufgeweckt. Mach schnell auf, mach schnell auf. Komm, brauchen deine Hilfe. Ja, vorbei, aber trotzdem. Heal. Du brauchst Heal. Oh, du brauchst hier sehr viel Heal. Obwohl ich eigentlich selber heilen kannst. Wie gesagt, denk dran. Mann. Und Bosskampf. Boss-Time. So lange dauern die nicht. Die Gewirre, die man hier mittendrin finden kann. Was haben wir hier? Säbelzahnkatze. Du schon wieder? Stufe 24. Ist doch gar nicht mehr so hoch. Oh, hab mir sonst Sorgen gemacht, glaube ich. Das geht ja nämlich noch. Ich kann meine Spezialität nicht benutzen. Auf Moment. Seltsam. Naja, was soll's. Take this. Oh, den 200er Schaden. Der hat geschmeckt. Nur der Katze nicht. Ich dachte sich. Oh. Aua. Der Schaden. Oh, damit Opfer ist gerade sehr, sehr gut. Warum waren die Ebenen schwerer als die Bässe hier? In diesem Gewirren. Das ist verwirrend. Mann. So, ein bisschen extra Damage machen. Wenn ich eh nicht rankommen kann gerade. Haut der immer ab! Du Langweiler! Oh, wir brauchen langsam Heal. Obwohl, nein, das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon auch hin, ohne Heal. Oder Katze! Bam! Ja, mach doch deinen Angriff. Juckt mich die Bohne! Und tot ist er! Diese Retro-Sound danach, geil. Oh, und war das schnell? Ich finde, das war relativ schnell. Spiel sagt nein. Okay, egal. Medaille! Und einen weiteren unbekannten Schatz. Schön. Okay. Das hier muss diesen. Kommt noch. Kennt ihr das? Vermutlich schon. Vermutlich auch nicht. Was weiß ich. Was weiß ich. Okay, ich glaube, in die Richtung geht es jetzt weiter. Glaube ich. Gerade ist es hier ziemlich ruhig und ja, wir müssen einfach nur wirklich nur den Weg folgen. Simple as that. Mehr ist da nicht hinter. Müssen vielleicht noch ein paar Items sammeln. 35 Ohrkönig, das haben die. Oh mein Gott. Plusterplateau, hier wohnen die alle. Oh nein. Oh, hätte ich jetzt den Schatten bei mir, dann hätte ich hier durchsneaken können. Wir müssen wirklich aufpassen. Weil. Wo sollen wir jetzt lang? Ich würde vielleicht vorschlagen, hier hoch. Einmal hier drumherum. Ja, das klappt, das klappt. Oh, ein Schatten! Was passiert? Was hat uns gesehen? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, weg. Kommt schnell hinterher, wir müssen hier wegrennen. Oh nein, hier sind so viele. Sag mir nicht, ich muss... Oh, hier ist ein Schatz. Aber... So viele Gegner. Sag mir bitte nicht, ich muss hier ungefähr in diesem Level sein. Also ab Level 36 oder so. Ernsthaft? Ne, nicht der Baum, wahrscheinlich der hier, oder? Ja, okay, hier müssen wir so oder so lang. Ah ne, warte, das ist der Silberschatz, das ist da gar nicht. Wir müssen aber aufpassen jetzt, wo wir wieder so viele Schätze haben, gleich kommt ein Rivalenteam. Wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, noch kurz bevor wir ankommen. Was ist das? Ja, what is this thing? Hab ich mich auch gefragt. Na egal. Welchen Baum? Vielleicht der Baum hier? Könnte ich mir vorstellen.
Aber das Schlammbad würde uns sehen. Egal, müssen wir machen. Sieht er uns? Okay, egal. Er hat uns vielleicht gesehen, aber er lässt uns das ausgraben. Danke, Mann. Wow, cool. Keine Ahnung, eine Puppe oder so. Weiß nicht, Knudelhof. Was weiß ich, Mann. Okay, 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 okay. Ich glaube, einfach geradeaus gehen, dann sollten wir ankommen. Natürlich währenddessen hier und da so ausweichen. Ansonsten sollte das klappen. Und schaut mal, hier können wir wieder dann zurückfliegen. Oh, das ist ja chillig. Was ist da hinten eigentlich? Irgendwie will ich das schon wissen. Und da sind wir auch schon. Da vorne ist es auch schon, wo wir hin müssen. Ehrlich gesagt? Hier sind nicht so viele Monster. Ich würde, glaube ich, mal... Oh. Nevermind. Da sind viele Monster. Da, wo ich hin will. Gehen, Kugel! Lass einen Gegner einschlafen! Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Leider haben wir nur eine davon. Will ich auch nicht benutzen. Ja, ja, ja. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ey, was zur Hölle? 44! Okay, wir waschen durch. Wir rennen durch, wir rennen durch. Ah, kann ich nicht. Schatz. Oh, das ist eine schreckliche Idee, was ich hier mache. Okay. Ein Geist. Mit dem Stab. Was weiß ich. Schön. Yippie. Ich hab schon 60 Meter. Wir sind offenbar am Ziel angekommen. Nein. Offenbar nicht. Wir sind noch nicht angekommen. Wir müssen hier erstmal dran vorbei. Ernsthaft, jetzt noch ein... Gigant. Wo ist der Schatz? Sollen wir den sammeln? Freunde, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Hier wird es gerade viel zu spannend, wenn ich ehrlich bin. Okay, neben der... Säule hier. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Freunde, ich habe Angst. Ich chill hier kurz ein bisschen. Ich chill hier kurz. Schnappen wir uns schnell diesen Schatz und hoffen, dass dieser Level 40 Gigant nicht aufwacht. Oder das Rivalenteam, das in der Nähe hier erscheint. Ja, bei uns erscheint. Sondern schön in der Nähe bleibt. So, wir haben eine Figur gefunden und, ganz wichtig, wir sind hier fast am Storypunkt. Oh, wir sind am Storypunkt vorbei. Oh nein, was? Wir sind schon da? Okay, warte, dann gucken wir uns da gleich um. Wir müssen... Oh nein, wir müssen die vielleicht wecken. Weil ich glaube, das ist doch da, genau da, wo der liegt. Oh nein, die sind direkt bei uns. Oh, das ist gar nicht gut. Was passiert jetzt, wenn ich hier lang gehe? Hier sollte jetzt eine Story-Cutscene passieren, oder? Normalerweise. Wieso passiert nichts? Finde die Zitrinenkralle auf dem Plusterplateau. Hier, warte, ich soll sie finden. Oh, oh, oh. Wenn wir Schatz ausgraben, bitte. Wieso darf ich nicht? Einer ist gestorben. Ach, da ist es! Alle sterben gerade. Oh nein. Aber egal, sorry. Ich weiß es nicht. Das war's? Okay, wir haben die Zitrinenkralle. Kein Bosskampf, einfach nur, wir sterben gerade alle. Ein seltsamer, wie eine Kralle geformter Stein. Er scheint vom starken Willen erfüllt zu sein, Gegner zu zerteilen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich starte nochmal kurz neu. Ich habe noch einen Save-File gerade gemacht. Ja, ich starte nochmal kurz neu und dann gehen wir den Weg entlang, ohne dass wir erwischt werden. So stealth-mäßig, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, da spur ich hier vielleicht vor, wenn das zu lange dauern sollte, aber so im Normalfall einfach nur schnell hier ausgraben. Was wollen wir das jetzt mitnehmen? Da hinten war noch ein Schatz. Ich weiß aber nicht, ob wir den bekommen können, so schnell. Ansonsten die Trinkralle und dann abhauen mit der. Mit dem Flügel oder halt mit bloßen Beinen, sag ich mal. Wir können ja hier schon mal drumherum gehen, was schon mal eine Riesenhilfe ist. So, und jetzt das hier einsammeln schnell. Wieso nicht?
Kannst nicht mehr tragen. Achso, ich hab schon full. Warte, aber jetzt die Trinkkanne geht noch, ne? Die sollte noch gehen. Dann ist ja gut. Aber wie komisch, warum steht denn die einfach so rum? Wer hat denn die hier in so einem richtig epischen und hübschen Schatz reingetan? War die für jemand anderen vielleicht bestimmt? Oder hat man sie extra für uns da hingelegt? Hat schon jemand den Boss besiegt, aber er wollte die Trinkkanne nicht. Wer weiß, jedenfalls Dankeschön. 2 von 7 Steinen haben wir. Und nun würde ich sagen, hauen wir ab, oder? Also ich kann jetzt entweder versuchen, zu Fuß abzuhauen. Oder weil das Rivalenteam ganz in der Nähe ist mit dem Flügel, mit dem Äonenflügel, oder wie hieß das? So, ups. Chimären? Chimärenflügel. Wir haben 4 Stück, also wir können einen noch benutzen und... Oh oh, die sind schon da. Oh oh, die sind da, aber die gehen eigentlich vom Level her. Lass uns einen... Oh mein Gott! Also wie gesagt, die gehen vom Level. Das geht voll. Versuchen wir es mal. Wenn ich merke, dass wir down gehen, dann hau schnell ab. Achte schon auf die Leben. Ey, Siki. Schön. Oh, okay. Pick that treasure up. Zu spät. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Someone dropped their treasure. An ally's down. Pick that treasure up. Okay. Ich versuch's nochmal. Warte mal. Der ist doch ein seltener Gegner. Der da. Und der ist vor allem in unserem niedrigen Level. 27. Kollege. Null Schaden? Nein! Der ist gerade random gespawnt, der war vorhin nicht hier, habt ihr ja gesehen. Wir machen ihm keinen Schaden. Und er ist weg. Das war wohl ein richtig seltener Gegner gerade. Ja, und leider konnten wir nicht... das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Aber okay. Noch mehr die Cuts ziehen? Ja, ich skippe das mit für euch. Ich hau mit dem Chimärenflügel ab. Obwohl, wisst ihr was? Ich hab's sogar geschafft, bis hier hinzurennen. Vielleicht kann ich hier schnell noch fliegen. Immer schon auf die Leben achten, aber ansonsten... Eigentlich... Abhauen! Hab ich's geschafft? Ja, die gehen ja noch vom Level. Oh, da kommen neue Gegner. Es kommen immer neue. Aber da hinten ist es! Der Bahnhof! Da muss ich nichts mehr aus... keine Chimärenflügel benutzen dafür. Das wäre so ein riesiger Vorteil.